7 Grad herrschen bei der Bergstation der Grafenbergbahn in Wagrain. Warm anziehen hieß es da für die Teilnehmer der ersten Etappe des Almsommer-Wandercups der Salzburger Nachrichten. Vom kalten Wetter ließ sich offensichtlich kaum jemand abschrecken. Doch, es ist uns kalt, ja. Aber wir werden uns hoffentlich dann aufwärmen, bald ja. Einmal, wenn es losgeht. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und dementsprechend habe ich mich heute halt angezogen. Aber es ist weniger schlecht eigentlich, als ich angenommen habe. Und wir werden es, hoffentlich wird sich das Wetter noch bessern. Das Wetter ist eine Nebensache für uns. Wir gehen bei jedem Wetter. Kann man sich anziehen, es geht ja wunderbar. Ja. Die Enkel brauchen das, dass sie rauskommen. Gell? Das ist wesentlich besser, es ist kühler, als es ist zu heiß. Weil dann braucht der Körper viel, viel mehr Energie als jetzt. Und jetzt werden wir einfach losmarschieren und das genießen, was auf uns zukommt. Ziehen über den Körper. Schön lang machen. Ganz wichtig bei solchen Temperaturen ist das gemeinsame Aufwärmen. Das nimmt sich auch Andreas Goldberger zu Herzen. Er ist ein begeisterter Wanderer, obwohl bei ihm als Skispringer eher Kraft und nicht Ausdauer gefragt ist. Wenn man immer nur schnellkräftig und stressig unterwegs ist, sei es beim Skispringen oder im normalen Leben, dann ist es eine schöne, gemütliche Bergwanderung, einmal ganz was Schönes, ein guter Ausgleich zum Oberkommen. Und es ist ja so, ich bin gerne auf die Berge unterwegs, weil da findest du immer gut gelaunte Leute. Großer Andrang herrscht dann noch bei der Startpaketvergabe. Und dann marschieren alle mehr oder weniger gleichzeitig los. Maria Bunker, bitte ganz vorne. Gerade der Beginn der Strecke eignet sich für die kleineren Wanderer, die schon nach den ersten Metern eine kleine Abkürzung nehmen können. Auf einem breiten Weg geht es zur ersten Station. Beim Fieberbründel ist eine Murmeltierbeobachtungsstelle, bei der auch für Kühe schmackhafte Kräuter wachsen. Die Wanderer nutzen die kleine Rast für weitere Dehnungs- und Lockerungsübungen. Und schön oben lassen auf Schulterhöhe. Durch etwas unberührtere Natur geht es dann hinauf zum Sonntagskogel. Den ersten Ankommenden bietet sich hier ein zwar wolkenverhangenes, aber doch eindrucksvolles Bergpanorama. Da ist der Hochkönig. Und Skispringer Andreas Goldberger erweist sich als Kenner der heimischen Gipfel. Mir taugt es einfach, wenn mir da ein Berg gefällt oder wenn da einer rausschaut, dann will ich wissen, wie der heißt. Und das interessiert mich schon ein bisschen. Du, wir sind da in Österreich in einem schönen Land, da mag ich schon mal wissen, was ist. Genauso wie wenn man wo umsteht im Salzkammergut, werden wir die Seen alle, weiß, was ein See ist. Und sollen wir auch die Gebirge ein bisschen die schönsten Gipfel schon kennen. Bereut hat es jedenfalls keiner, bei herbstlichem Wetter den Weg auf den Sonntagskogel genommen zu haben. Es ist natürlich heute ein bisschen zu, man sieht die Berge nicht so, aber man muss schon sagen, also es ist wunderschön also hier oben. Auf jeden Fall, ja. Das Panorama allein ist schon sehenswert. Das ist wunderschön. Ja, sicher. Wir haben uns vorgenommen, wir machen bei allen 7 mit. Und so wie es ausschaut, schaffen wir das. Und wenn sich dann alle einen Stempel für ihren Wandercup-Pass besorgt haben, geht es wieder hinunter. Und auch diese Wanderung endet dort, wo die meisten gelungenen Wanderungen ihren Abschluss finden. In einer Almhütte.